يسوع العشرة معاك أحلى عشرة. Saba. Wenn wir von Saba sprechen, denken wir an die Königin von Saba, die Salomo besuchte, um von seiner Weisheit zu hören und seinen Gott kennenzulernen. Die Königin kam von einem schönen Land mit vielen Bergen. Sie kam von einem Land, das in der ganzen Welt für seinen kostbaren Weihrauch berühmt war. Sie kam mit vielen Kamelen und großartigen Geschenken für König Salomo. In Jesaja 60, 1-7 lesen wir, dass am Ende der Zeit wieder Menschen nach Jerusalem ziehen werden, um ihren Lobpreis dem König der Könige als Geschenk darzubringen, dem Herrn Jesus Christus. Jesaja 60, Vers 6. Zahllose Kamele bedecken dein Land, Dromedare aus Midian und Epha. Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Das Land von Saba liegt am südlichen Zipfel der arabischen Halbinsel. Jesus sagte, dass die Königin von Saba von den Enden der Erde kam. Das Land von Saba erstreckte sich wahrscheinlich über den größten Teil des Jemens, Teile von Saudi-Arabien, wie die Stadt Najran und den westlichen Teil des Omans, wo die Königin wahrscheinlich einen ihrer Paläste hatte. Saba war eine megagroße Nation. Heute gibt es viele verschiedene Volksgruppen dort, wo einst Saba war. Mögen alle Völker den Herrn kennenlernen und ihre Gaben zu ihm bringen. Jemen ist das ärmste Land der arabischen Halbinsel. Im Jemen haben die Menschen viel unter dem jahrelangen Krieg gelitten. Sie haben so viel Not erlebt und die Armen werden immer ärmer. Herr, erbarme dich. Das Geschenk des Weihrauchs, das sie dem Herrn bringen, ist Teil des heiligen Räucherwerks, das im Tabernakel verwendet wurde. Heute lassen die Menschen ihre Gebete wie Weihrauch aufsteigen. Sie sind ein Wohlgeruch für den Herrn. Für die Menschen von Saba ist Weihrauch wertvoll wie Gold und hochwertiger Weihrauch ist sehr teuer. Herr, mögen die verschiedenen Stämme von Saba dich jetzt kennenlernen und deinen Namen anrufen und dir ihre Gaben bringen. Herr, wir bitten, dass der Krieg im Jemen endlich beendet wird. Segne du die Menschen dort mit Essen, Gesundheit, Arbeit und Sicherheit. Herr, du bist würdig, angebetet zu werden. Die Menschen, die dir Weihrauch bringen, sollen dich sehr ehren. Bitte beten sie für die Nationen, die in Jesaja 60, Vers 6 und 7 aufgeführt sind. Sie können mehr darüber erfahren, indem sie diesen Link anklicken.